Weil das, was dieser Batchlauf ermöglicht, ist, er ermöglicht Ihnen, Dateien zu erzeugen von bestehenden Plänen. Und dieses Dateien erzeugen können Bilder von Grundrissen sein. Bilder von Ansichten, Bilder vom Schnitt, Bilder von der 3D. Das Ganze kann natürlich auch Wohnflächen und Bauraumdaten ermitteln. Das Ganze kann natürlich auch Mengen erzeugen, nicht das Thema. Und Sie sehen hier Panoramen. Das heißt, das Ganze kann Ihnen auch von Plänen, VI Panorama vorausgesetzt, entsprechende Interaktionsdateien erzeugen, bei dem Sie, Ihr Kunde, Ihr Verkäufer, wer auch immer, in der Lage ist, ums Haus drumherum zu gehen, das nennen wir Außenpanorama, oder durchs Haus durchzugehen, das heißt also verschiedene Standpunkte, die Sie definiert haben, im Haus anzuspringen, und das nennen wir dann entweder Innenpanorama oder verkettetes Innenpanorama. Und dieser Batchlauf ermöglicht Ihnen dies für mehr als nur einen Plan. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir hier von Plänen reden, die vielleicht in einem, wie soll ich es jetzt formulieren, nicht definierten Zustand sind, würde bedeuten, übersetzt, die Pläne sind irgendwann mal gespeichert worden und wie die gespeichert worden sind, da haben Sie an sich gar keine Ahnung. Das heißt also, das eine war eine Bauantragsplanung, das andere war vielleicht nur ein Entwurf, den der Kunde gar nicht gekauft hat. Also, das ist das, wo jemand, der ein bisschen dort im Bereich Prozesse unterwegs ist, sagt, und nicht berechenbare Rahmenparameter. Und dafür gibt es ebenfalls bei diesem Erzeugen Funktionalitäten, die dafür sorgen können, dass zum Beispiel alles das, was störend ist, über entsprechende Layersets weggeblendet wird. Und hier haben Sie halt eine Vielzahl an Möglichkeiten, einfach nur Standardsachen zu verwenden, um eben Bilder zu erzeugen, Grundrisse, Ansichten, Schnitt, 3D oder Interaktionsdateien. Bedeutet, ist eine Funktionalität, die für jeden von Ihnen interessant ist, wenn Sie mehrere Pläne haben, auch wenn Sie das CAS nicht haben, und sagen, ich brauche für meine Homepage, für ein Buch, ne, was ich für Interessenten zusammenstelle, für irgendeinen Tischflipchart, wo ich Grundrisse reinmachen will, ich brauche Daten. Das wäre eben eine Variante, neben dem, dass Sie irgendjemanden hinsetzen können und sagen, ich nehme jetzt deine teure Arbeitszeit, such mal bitte alles durch, was wir die letzten 3, 4 Jahre gemacht haben. Okay? Das heißt also, wir reden ein Bereich davon, Daten zusätzlich zu erzeugen. Der zweite Part ist die Veränderung von Daten. Um es jetzt mal ganz IT-bezogen zu formulieren, soll heißen, Sie haben bestimmte, wir sind im VI-Plan, Sie haben bestimmte Pläne da liegen und Sie möchten nicht jeden Plan einzeln öffnen und in diesem Plan eine Veränderung vornehmen, sondern Sie möchten, dass der Computer das für Sie automatisch tut. Und dieses Verändern von bestehenden Plänen, das wäre eben zum Beispiel eine Funktion, die heißt Raumeigenschaften aktualisieren. Würde bedeuten, klassisches Beispiel, Version 23, Sie haben Pläne, die Sie über verschiedene Jahre gemacht haben. Sie haben jetzt eine neue Planungsdatenbank. In dieser neuen Planungsdatenbank haben Sie zum Beispiel Raumklassifizierungen eingestellt, die für den zukünftigen BIM-Austausch Daten in diese Pläne mit reintun, die es bisher nicht gab. Sie haben vielleicht auch neue Texturen dort entsprechend drin. Das heißt also, dann könnte so eine Raumeigenschaftsaktualisierung eben dazu führen, dass Sie über so einen Batchlauf sagen, nimm mir 5, 10, 50, 500 Pläne, öffne die, nehme die aktuellen Farben, Schraffuren, Materialien, Klassifizierungen rein und speichere die wieder. Wichtig ist eins, immer dann, wenn wir davon reden, dass Daten verändert werden, eins passiert nie, es werden niemals Daten überschrieben. Das heißt also, mit so einer Batch-Funktionalität wird immer eine Kopie des Planes erzeugt, der dann an eine bestimmte Stelle gespeichert wird und dort können Sie damit entsprechend weiterarbeiten. Gleichzeitig wären eben für das Thema
ich aktualisiere oder ich reichere bestehende Daten entsprechend an. Auch das Thema Materialzuordnung eine Variante. Das heißt also, ich hätte die Möglichkeit einfach zu sagen, ich habe einen bis N bestehende Pläne. Dort sind vielleicht die Innendarstellungen mit irgendwelchen noch alten Möbeln versehen oder alten Möbeloberflächen. Ich möchte einfach, dass die Möbeloberflächen neu sind. Ich möchte vielleicht die Außengestaltung entsprechend anpassen. Dann wäre eben so eine Variante der Materialzuordnung als Bachelor auf etwas, was interessant ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, Sie könnten das Ganze miteinander kombinieren. Das heißt also, Sie planen oder Sie passen erstmal die Materialzuordnung der Pläne an und dann erzeugen Sie Bilder davon. Sie machen erst einmal eine Raumeigenschaftsaktualisierung, zum Beispiel eben mit neuen Texturen für die Räume, machen dann eine Materialzuordnung für zum Beispiel die Inneneinrichtung und erzeugen dann zum Beispiel eben neue Bilder oder Interaktionsdateien, wo ich zum Beispiel durchs Haus durchlaufen kann. Wer das interessant findet, bitte mal ins CRS reinschauen, das neue Video für Version 23, dort wird genau das kurz erläutert, beziehungsweise sich dann die Videos anschauen für die einzelnen Bachelor-Fragen.